Hey, mein willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Freitag. Heute soll es darum gehen, was du tun kannst, wenn eine Frau ein bisschen unsicher ist. Ein Kumpel von mir hat mir nämlich geschrieben und mir von einer Frau erzählt, die sich so ein bisschen unsicher war, die nicht so ganz wusste, ob sie ihn treffen soll oder ob sie mit ihm den nächsten Schritt gehen soll. Das passiert öfter mal, deswegen erkläre ich dir hier in dem Video, was du machen kannst. Wenn du eine Frage an mich hast zu irgendeiner spezifischen Situation oder zu irgendwas Allgemeinem, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn es passt, mache ich gerne ein Video dazu, aber das siehst du ja dann. Also zum Thema, ich glaube, jeder von uns hatte das schon mal, dass er mit einer Frau was hatte, die sich ein bisschen unsicher war, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich vielleicht nicht zum Kuss oder nicht zum Sex oder krieg ihre Nummer nicht. Also wenn irgendein Schritt auf der Reise nicht funktioniert oder sie noch nicht bereit dazu ist, wie du es hinbekommst, dass sie doch diesen Schritt mit dir geht. Zuerst einmal musst du verstehen, sie ist in den meisten Fällen noch nicht bereit für dich. Nicht niemals bereit, sondern noch nicht. Das gilt auch für eine Frau auf der Straße. Und an dem Beispiel wird es, glaube ich, auch sehr klar. Nehmen wir mal an, du hast eine Frau auf der Straße angesprochen. So, und jetzt möchtest du mit ihr die Telefonnummern tauschen. Jetzt ist die Frau manchmal noch nicht bereit, mit dir die Telefonnummern zu tauschen, was einfach bedeutet, sie hat noch nicht genug Vertrauen zu dir gefasst, kennt dich noch nicht genug, um mit dir die Nummern zu tauschen. Wenn sie dich im Rahmen zum Beispiel einer Hausparty oder eines Freundeskreises hätte kennengelernt, kann es sein, dass du, weil du mehr Zeit hast bei diesen Sachen, sie intensiver hättest kennenlernen können und dann hätte sie am Ende mit dir die Nummer getauscht, weil sie einfach mehr Zeit hatte, dich kennenzulernen und in dieser Zeit gemerkt hat, hey, das ist ein cooler Typ. Auf der Straße ist es natürlich so, die Zeit ist begrenzt und du wirst nicht mit jeder Frau eine halbe Stunde oder mehr auf der Straße verbringen, sondern teilweise nur 5 Minuten und es kann halt sein, dass in diesen 5 Minuten die Frau nicht die Bereitschaft dazu entwickelt, dir die Nummer zu geben. Da kannst du dann in dem Fall auch nicht besonders viel machen, aber das nur mal als Erklärung, damit du das Prinzip verstehst. Also die Frau ist noch nicht bereit. Genauso wie, wenn sie jetzt zu dir aufs Date kommt, dann ist sie ja schon mal generell interessiert, sich mit dir zu treffen, sonst wäre sie ja gar nicht da. So, und wenn sie dann nicht dich küsst, heißt das auch nicht, dass sie dich niemals küssen will, sondern es kann heißen, dass sie noch nicht bereit ist. Ja, in manchen Fällen kann es auch sein, dass sie dann generell keinen Bock hat, dich zu küssen, weil sie es vielleicht missverstanden hat. Gibt es auch mal. Aber generell, geh davon aus, sie ist noch nicht bereit. Und was du dann tun solltest, ist, dass es super einfach ist, einfach nur keinen Druck aufzubauen. Das Schlimmste, das machen manche Anfänger, ist, dass sie dann Druck aufbauen, à la, hey, guck mal, warum denn nicht? Schau mal, logisches Argument A, logisches Argument B, logisches Argument C. Deswegen wäre es geil, wenn wir das jetzt machen. Deswegen wäre es geil, wenn wir Nummern tauschen. Das macht keinen Sinn. Du brauchst die Frau nicht versuchen, logisch davon zu überzeugen, sondern du musst einfach nur den Druck wegnehmen. Im Sinne von, hey, ist gar nicht schlimm, alles gut, ganz entspannt, verstehe ich. Ja, das sind sowieso Wörter, ich habe es schon oft erwähnt, die ich immer gerne benutze. Alles gut, ganz entspannt, verstehe ich, kein Stress. Wir machen nur das, worauf wir Lust haben. Das heißt, wenn die Frau zum Beispiel auf dem Date noch nicht bereit ist, dich zu küssen, dann raste nicht aus, dann ist es gar nicht schlimm. Dann sagst du einfach, hey, alles gut, kein Stress, alles gut, ganz entspannt. Wechselst das Thema und probierst es später nochmal. Gleiches gilt für die Straße. Wenn du auf der Straße mit der Frau quatscht und sie ist noch nicht bereit, dir ihre Nummer zu geben, kannst du auch sagen, alles gut, ganz entspannt. Sie ist so, nein, ich bin mir nicht sicher, alles gut, ganz entspannt. Übrigens, du hast erzählt, du reitest seit 5 Jahren. Erzähl mal, wie ist das denn so? Oder übrigens, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade reitest? Oder was auch immer du in dem Moment dann sagst. Dann wechselst du das Thema, redest noch ein bisschen weiter über das Thema und probierst es dann zum späteren Zeitpunkt nochmal. Heißt nicht, dass es dann automatisch klappt. Nee, das ist nicht die 100%ige Technik, mit der du sie bekommen kannst. Sowas gibt es nicht. Ich erinnere mich daran, es war mal ein Mann, kam mal zu mir und hat mich gefragt, Tim, sag mal, was ist denn jetzt dieser Spruch, mit dem man jede Frau bekommen kann? Und dann musste ich ihm leider sagen, und ich glaube, ich habe so ein bisschen seine Welt zerstört, es gibt den Spruch nicht, mit dem du jede Frau bekommen kannst. Aber so solltest du vorgehen. Das, wie gesagt, der größte Fehler, der häufigste Fehler, den ich an der Stelle sehe, ist, dass die Männer noch mehr Druck machen. Das ist der größte Fehler. Je weniger Druck du machen kannst, je entspannter du dabei bist, desto besser. Ja, und es ist ja auch so, dass manche Männer, wenn sie dann den Kuss nicht bekommen oder wenn der Kuss nicht funktioniert, so, oh Mann, wieso wollte sie mich denn nicht küssen und sind beleidigt und wie kleine Jungen. Nein, das Schlechteste, was du machen kannst, lehn dich entspannt zurück. Es sollte einfach kein großes Ding sein. Es sollte kein großer Deal sein, dass sie sich jetzt in dem Moment nicht hat küssen wollen. Und dann hast du die größten Chancen, dass es doch noch passiert. Also wenn eine Frau unsicher ist, dann braucht sie einfach nur mehr Zeit, um Vertrauen zu dir aufzubauen. Und in dieser Zeit solltest du wenig Druck auf sie ausüben. Ja, das heißt, nimm dir dann auch wirklich eine Zeit danach, wo du nicht direkt nochmal versuchst, sie zu küssen, sondern lass ein bisschen Zeit vergehen, bis du das Gefühl hast, sie ist jetzt wieder lockerer. Woran erkennst du das? Viel auch in ihrer Körpersprache. Ja, du wirst sehen, wenn du zum Beispiel versucht hast, sie zu küssen und sie war nicht bereit dazu, dann wirst du sehen, dass sie vielleicht eher eine verschränkte Körpersprache hat, ein bisschen so zurücklehnt, ein bisschen vielleicht die Arme verschränkt hat, allgemein ein bisschen defensiver wirkt, auch vielleicht von der Art, wie sie redet. Und wenn du dann merkst, okay, mit der Zeit, sie lacht wieder mehr, sie grinst wieder mehr, sie öffnet sich körperlich wieder mehr,
dann kommt der Punkt wieder näher, wo du versuchen kannst, sie zum Beispiel wieder zu küssen. Also wenn sie unsicher ist, dann mach sie einfach sicher, indem du Abstand nimmst, keinen Druck aufbaust, Zeit vergehen lässt, Vertrauen aufbaust, indem ihr euch besser kennenlernt, Gemeinsamkeiten finden in dem Gespräch, immer hilfreich, um es dann später nochmal zu probieren. Speziell zum Thema Küssen werde ich morgen ein Video hochladen, wo es darum gehen wird, wann der perfekte Zeitpunkt ist, sie zu küssen. Wann du sie küssen solltest und wann du sie vielleicht nicht küssen solltest. Und den Tag danach kommt auch nochmal ein Video zum Thema Küssen. Das heißt, wenn du speziell an diese Sache interessiert bist, schau da einfach mal rein, morgen und übermorgen. Und dann werde ich dir erklären, wie du da am besten vorgehen kannst. Wenn du jetzt eine Frage hast, schreib sie mir in die Kommentare. Entweder beantworte ich sie dir in den Kommentaren, das kennst du ja bereits von mir. Oder ich mache ein Video daraus. Ich bin jetzt wieder gesund. Das heißt, jetzt werden optimalerweise wieder jeden Tag Videos kommen. Ich bin leider momentan nicht in meinem Studio. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen könnte das mit den Videos in diesem Monat, im Februar, ein bisschen kompliziert sein. Aber spätestens im März und dann im April wird es wieder sehr regelmäßig. Aber geil, dass du trotzdem dabei bist. Ich freue mich auf deine Kommentare. Hier links neben mir kannst du das Video abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen. Wenn du da noch nicht eingetragen bist, unbedingt eintragen. Dort kriegst du nochmal zusätzliche Informationen, zusätzliche Lehrmaterialien, die du hier nicht bekommst. Und die Eintragung ist vollkommen kostenlos. Erhöht einfach deinen Erfolg bei Frauen. Unten kommst du rechts zum letzten Video auf diesem Channel. Geil, dass du dabei warst. Morgen sehen wir uns zum Kussvideo wieder. Ich hoffe, du bist da auch wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis morgen. Ciao.